Yo, yo, yo und hallo und herzlich willkommen zu der zweiten Folge von Let's Test Shadow of Mordor. Heute spielen wir hier die zweite Folge, beziehungsweise auch mit einem Fazit am Ende, wie das Spiel dann ist. Und deswegen spielen wir es jetzt auch erstmal, um versuchen es zu genießen. Hier erstmal... Okay, ich muss mal eben schauen, wo wir überhaupt hin müssen. Da. Das ist, glaube ich, die Gollum-Mission. Ja. Und hier... Nee, das ist das auch nicht, glaube ich. Doch. Also, wir machen jetzt diese Mission, weil wir einfach auch näher dran sind. Was ist hier? Ach so. So. Ich muss mich immer wieder daran dass man mit X sprintet. Hallo? Wo muss ich noch mal hin? Ach ja, da. Ist da einer? Ja. Ach, es lohnt sich gar nicht, einen Pfeil zu verschwenden. Verfluchte Menschen sind so dumm, einen Graben auszu... Ja. Da drüben hat sich etwas bewegt. Wahrscheinlich nur Lappen. Ja. Und ich habe mir den guten Kampf erhofft. Lappen. So, dann werden wir natürlich hier... Hallo? Nahegelegene Artefakte. Ja, hier ist was. Sehen. Jetzt muss ich hier einen Erinnerungspunkt finden. Die ersten Boten sind im Lager eingetroffen. Sie berichten von nur wenigen Verlusten. Wir haben den gegen uns marschierenden Streitkräften von Mordor einen herben Schlag versetzt. Hoffentlich ist das nicht bloß Geschwätz. Hegadorn, habt ihr Neuigkeiten? Sie sagen, wir hätten einen monumentalen Sieg errungen. Du wirst dein geriebenes Königskraut nicht brauchen, mein Freund. Nur wenige von uns wurden heute verletzt. Und es gibt noch mehr Grund zur Freude. Sie sagen, der goldene König hat einen besonderen Preis mitgebracht. Sauron höchst selbst in schwere Ketten gelegt. Aha. Ob das jetzt so stimmt, lassen wir mal dahingestellt. Mein halbes Leben habe ich an der Grenze Mordors verbracht und hielt das Land für tot. Ich ahnte nie, welche Geheimnisse es bewahrt. Das Land der Schatten erwacht aus seinem langen Schlaf. Es hält noch viele Geschichten für uns bereit. Das wäre doch krass. Hier scheint ja noch einer Lust haben. Den muss ich holen. Scheiße. Was war das? Ich sehe schon Gespenst. Der Uruk ist tot. Okay, den nächsten. Oh, der nächste hat noch nicht mal Bock. Ach, hier ist das ja direkt. Oh. Oh. Dieser Schmied repariert meine Waffe. Aber was geht denn mit denen hier ab? Ich habe eigentlich keine Lust. Jetzt. Was glaubst du, wer sich dort in den Schatten verbirgt? Irgendeine große Macht hat ihn für sich eingenommen. Das spüre ich. Ob er uns Antworten liefern kann? Für uns beide. Dann sollten wir ihn finden. Das sollte nicht sonderlich schwer sein. Diese Spuren scheinen weder Mensch noch Biest zu gehören. Umso mehr Grund, ihnen zu folgen. Scheiße! Mist! Uruk sterben die ganze Zeit! Muss wohl Stahl! Der ist schon mal down. Der andere hat sowieso keinen Bock mehr. Vielen Dank. Das regt mich immer auf, dass die Leute einfach keine Lust mehr haben. Warum? Sieh dich vor. Diese Kreatur führt uns noch in den Untergang. Wir sind ja noch nicht mal aufgegangen. Brauche ich im Grunde nicht.
Hallo. Ich bin jetzt nicht die... Wenn ich jetzt die falsche Richtung lang gelatscht bin, wäre das richtig dusselig. Aber die Mini... Dieses Geschöpf ist im Klettern geübt. Sklaven sind ihm schließlich doch entkommen. Ich hätte sie schon nach dem ersten Versuch... Hallo, meine Freunde. Schön mal in die Runde... Was? Schön mal in die Runde blicken zu lassen. Halten, Aufzerrung. Ja. Na, das stimmt. Ich spüre, es weiß mehr von mir, als ich von mir selbst weiß. Wie soll solch ein Wesen etwas von Geistern wissen? Es besteht eine Verbindung zwischen uns. Ich fühle okay. Es. Es hat köstlich gedoppelt, oder? Oh ja. Mauern sind ihm kein Hindernis. Hallo. Ist ja ein ganz netter Typ eigentlich. Was haben wir denn hier? Direkt mal wiederholen. So ein bisschen ist es ja lahm geworden. Oh. Der Tag! Ihr habt keine Chance. Man hat auch. Komm, der hat echt keine Chance. Er wurde natürlich noch genascht. Ich habe noch nicht. Noch keine Gesundheit verloren, aber es ist auch eher so ein. Es ist auch ja, das ist, sowas finde ich irgendwie, das finde ich lame. Renn um dein Leben. Das ist unsere Chance. Fähigkeit freischalten. So, was haben wir noch? Elbengleit, das ist immer krass. Ja. Da können wir dann doch noch nach Möglichkeit extrem schnell. Okay, wir haben alle Sklaven befreit. Jetzt noch Gülüm. Wo ist denn der? Wo ist denn die Gollum-Wand? Da sind waren die Spuren. Dann gehen sie hier hoch. Das kennen wir ja schon. So, und ja, ah, da gehen sie weiter. Das scheint immer der Ton zu sein. Hallo? Deine Kreatur wandelt auf gefährlichen Pfaden. So, das kratzt die noch nicht mal. Weil ich schnell genug laufen kann. Okay, hier geht's lang. Die Spuren des Geschöpfs führen in die Höhle eines Karagor. Karagor. Es läuft davon! Da ist er! So. Was passiert jetzt hier? Ah, super. Es ist hier hochgeklettert. Hoffe ich. Nö, das brauche ich nicht. Ach so. Oh. Ich verlasse das Auftragsgebiet. Wo ist er denn dann hin? Hä, der muss doch hier hoch. Führt doch gar keinen Weg dran vorbei. Hier enden die Spuren aus unerfindlichen Gründen. Was ist denn los? Bin ich jetzt zu blöd für diese Höhle? Ja. Hier geht's vielleicht weiter. Auch nicht. Hä, geht's da oben nicht weiter? Hier. Aber was machen die Spuren denn auch für einen Sinn? Also ich bin jetzt echt zu dusselig dafür, definitiv. So, hier enden die Spuren. Ah! Sehr schön. Oh, eine Erinnerung. Eine Erinnerung.
Welcher Zauber ist das? Ein verlorenes Erbstück, Talion. Du erinnerst dich? An einige vereinzelte Bilder, ja. Nur wünschte ich, ich hätte sie vergessen. Deine Familie war... Es ist dieser Schmerz, der uns verbindet. Elende Kreatur, was willst du von mir? Gollum. Ja, super. Das sieht ja krass aus. Schnell, es läuft davon. Und jetzt rausrennen. Ach du ahnst es nicht. Ja, super. Wenn der Karagor kommt, wird's lustig. Dann wird's richtig lustig. Dann wird's richtig lustig. Ja. Genau so, das meinte ich. Und ich werde genascht. Ja, krass. Oh, er kümmert sich nicht um mich. Abknallen, einfach abknallen. Wie viel braucht? Danke. Deine feige kleine Kreatur lauert irgendwo hier in den Schatten. Oh, war das eine knappe Kiste. Er hätte mich genascht. Mein Schatz. Wir werden ihn zwingen. Ja. Wir brauchen es zurück. Wir brauchen es. Schweig. Sei still, mein Schatz. Da ist Gollum. Du glaubst, es wäre so leicht, sich an mich ranzuschleichen? Nein, tut uns nichts! Was wollt ihr davon? Leuchtender Herr. Ja, wir kennen ihn. Leuchtender Herr kam zu uns. In unseren Träumen. Du siehst mich. Elende Kreatur! Der Schatz. Er hat sie gezeigt. Er hat uns die Schätze des leuchtenden Herrn gezeigt. Genug der Rätsel. Ja, wir schwören es. Wir schwören, dem leuchtenden Herrn zu dienen. Wir zeigen ihm seine Schätze. Da ist er. Gollum. Ich traue ihm nicht. Wir brauchen ihn. Willst du nicht erfahren, wie ich bin? Nein, eigentlich nicht. So. Und damit sehen wir uns dann auch. War es das jetzt erstmal mit dem Gameplay an der Stelle? Und ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Wir sehen uns gleich wieder beim Fazit. Und dann, wenn ihr Bock habt, das Spiel zu spielen, empfehle ich euch schon mal so als Spoiler vorweg. Und wir sehen uns gleich beim Fazit. Bis gleich. So, Mordors Schatten, Mittelerde Mordors Schatten ist ein Spiel jetzt, zum Fazit ist ein insgesamt schon mal ein sehr gutes Spiel, was wir jetzt in verschiedenen Kategorien aufgreifen werden. Zum einen hat das eine sehr gute Grafik, die zwar an einigen Stellen ein bisschen hängt, aber dann doch insgesamt sehr gut ist. Außerdem eben das Gameplay ist so okay.
Aber es ist auch immer noch so gut, dass es einen wirklich fesselt. Es fesselt einen sehr gut. Also die Steuerung ist okay, das Gameplay ist besser, kann man so sagen. Deswegen, das passt jetzt aber unter den Punkt Gameplay zusammen. Die Story ist sehr, sehr gut an den normalen Herr der Ringe angeknüpft. Und deswegen kann man insgesamt sagen, das ist ein... Es hat übrigens auch einen guten Preis. Es ist ein sehr gutes Spiel mit sehr guter Grafik. Ganz guten Gameplay, Preis ist super und die Story ist sowieso richtig krass. Ich empfehle es euch ohne Sorgen. Wirklich ein absolut empfehlenswertes Spiel und ich hoffe, das Review hat euch gefallen. Kauft euch das Spiel, wenn nicht, dann nicht. Dann sag ich schon mal bis dann, Leute. Ciao.